Ein knackiges Sci-Fi in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute spielen wir mal die Arkansas Stufe 3 der Amerikaner. Ist ein Premium-Schiff und macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Wir hatten eine sehr, sehr witzige Runde und die möchte ich euch natürlich mal zeigen. Ja, kommen wir erstmal zum geschichtlichen Teil, denn dieser ist sehr, sehr kurz. Deswegen können wir den jetzt mal schnell dazwischen schieben und dann schauen wir mal, was ich in das Schiff so eingebaut habe und was für ein Kapitän ich so benutze. Die Kielegung war am 25. Januar 1910 und die Indienststellung am 17. September 1912. Sie war 171 Meter lang, 28,4 Meter breit und hat eine Gesamtverdrängung von 27.243 Tonnen. Die USS Arkansas ist das Schwesterschiff der Wyoming und gehört natürlich zur Wyoming-Klasse. Wer hätte das gedacht? Das Witzige daran ist, Freunde, dass die Arkansas deutlich früher fertiggestellt wurde. Dennoch hat man die Klasse auf Wyoming getauft. Ja, Freunde, wenn ich jetzt ein Arkansaner, sagt man das so? Arkansaner? Wenn ich also ein Arkansaner wäre, hätte ich natürlich Einspruch eingelegt. Im Ersten Weltkrieg wurde sie zusammen mit der britischen Hochseeflotte eingesetzt. Am Ende des Krieges eskortierten beide Schiffe der Klasse die deutsche Hochseeflotte nach Scapa Flow, wo diese sich größtenteils selbst versenkte. Zu einem Kampfeinsatz oder einem Gefecht kam es jedoch nicht. Das Schiff wurde zwischen den Kriegen modernisiert. Hier ein Bild der umgebauten Arkansas, Freunde. Und was sehen wir natürlich? Sie sieht aus wie die Wyoming mit Rumpf B. Im Zweiten Weltkrieg war die USS Arkansas als Trainingsschiff eingesetzt, unterstützte aber im Sommer 1944 bei der Operation Overlord die Landung alliierter Truppen in Frankreich durch den Beschuss von Landzielen. In gleicher Rolle war sie wenig später bei der Operation Dragoon an der südfranzösischen Küste eingesetzt. Anschließend unterstützte sie im Pazifikkrieg während der Schlacht um Iwo Jima und der Schlacht um Okinawa. Das Schiff wurde nach dem Krieg im Bikini-Atoll im Zuge der Operation Crossroads am 25. Juli 1946 beim Atomtest Baker versenkt. Ja, Freunde, das war die Geschichte der Arkansas. Und dann würde ich mal sagen, wir schauen mal rein, was ich in die Gute so eingebaut habe. Ihr seht schon, ich habe zwei Arkansas. Einmal die FE, die gab es damals zur Founders Edition dazu, die gibt es nicht mehr. Und natürlich die normale. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde die normale deutlich, deutlich schöner. Ja, wir gucken mal rein. Wir haben hier, dafür, dass wir im Premium-Schiff sind, doch viele, viele Slots. Und ich kann euch sagen, bei der Arkansas könnt ihr auch ordentlich Credits, ja, ausgeben. Als erstes habe ich natürlich Sekundärbatterie Mod 2 drinne. Dann habe ich natürlich wieder das Steuergetriebe Mod 2 drinne. Denn ich muss sagen, sie ist schon ordentlich wendig. Dafür halt sehr, sehr langsam. Dann haben wir hier Zielerfassungssystem Mod 1 drinne. Und wir haben, hier könnt ihr euch natürlich richtig schön die Credits raushauen. Denn ich glaube, die kosten immer so 2 Millionen Credits. Das ist natürlich für Stufe 3 ordentlich hoch. Haben wir hier diesen Artillerie-Plotterraum, damit sie nochmal ordentlich genauer wird. Man könnte natürlich auch Hauptbatterie-Mod 3 nehmen. Ich habe mich aber hier für Artillerie-Plotterraum Mod 2 entschieden. Ja, wie gesagt, ihr könnt dort richtig Geld auslassen. Es macht aber trotzdem Spaß. Also die 2 Millionen Credits, was es glaube ich sind, sollte man auf jeden Fall mal investieren. So, wir gehen mal auf Ausrüstung. Ihr seht schon, wir haben hier nur zwei Verbrauchsmaterialien. Einmal das Schadensbegrenzung 1 und natürlich die Reparaturmannschaften. Ja, Freunde, was wollen wir mehr? Wir sind auf Stufe 3. Dort können wir nicht viel erwarten. Wir haben Trefferpunkte 44.940 Punkte. Das ist ordentlich. Wir haben eine Panzerung von 13 bis 305 mm. Das ist auch in Ordnung. Und eine Torpedoschadensverringerung von 13%. Artillerie, hier sind unsere Stärken, 6x2, 30,5 cm, das kann ordentlich wehtun. Eine Feuerreichweite von 14,7 km, das ist auch in Ordnung. Entschuldigung. Eine Nachladezeit von 28,4 Sekunden. Ihr kennt es, das sind die Amerikaner. Und auch für 180 Grad Kehre 32,7 Sekunden. Also Nachladezeit und Drehgeschwindigkeiten der Türme ist beides ziemlich hoch. HE-Höchstschaden haben wir 4200, eine Brandwahrscheinlichkeit von 22%, interessiert uns nicht. AP-Granatenschaden haben wir 9524. Das macht Spaß. Jetzt kommen wir auf die Manövrierbarkeit. Ihr seht, wir haben hier nur 9 Punkte. Das ist gar nichts. Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von ganzen 18,5 Knoten. Sehr, sehr langsam. Dafür haben wir einen sehr, sehr guten Wendekreisradius von 590 Metern. Das ist wirklich für so einen Riesenpott relativ wenig. Allerdings haben wir eine ziemlich bescheidene Ruderstellzeit von unglaublichen 16 Sekunden. Tarnwert haben wir hier 11,9 Kilometer, eine Erkennbarkeit zur Luft 10 Kilometer, eine garantierte Erkennbarkeit 2 Kilometer und im Nebel gehen wir beim Feuern bei 9,5 Kilometern auf. Übersicht, wir sind wendig, auf jeden Fall. Eine Sekundärreichweite, überdurchschnittliche Reichweite der Sekundärbatterie, das ist auch richtig geil.
Also mit der Nassau würde ich sagen, dass die Arkansas wirklich die beste Secondary hat auf der Stufe. Und wir sind natürlich sehr, sehr langsam. Das ist auch korrekt. Ja, dann habe ich natürlich hier William Sims drauf, weil ich habe euch ja schon mal gesagt gehabt, bei den Amerikanern kommt bei mir nichts anderes drauf. Damit geht es richtig ab, weil die Amerikaner wirklich eine gute Penetration haben. Und wenn die natürlich dann auch noch sehr, sehr genau sind, könnt ihr damit richtig, richtig gut austeilen. Wir haben natürlich als Inspiration Otto Siliaks drin. Normalerweise hatte ich immer Andrew Cunningham drin. Werdet ihr im Video auch sehen. Also im Video hatte ich noch Andrew Cunningham drin, weil zu dem Zeitpunkt gab es Paolo Di Revel noch nicht. Muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich mit Paolo Di Revel doch das. Ich finde es geil. Ich finde es geil, dass wir hier nochmal 2 Sekunden der Nachladezeit runtergedrückt haben, weil sonst hätten wir nämlich 30 Sekunden Nachladezeit. Und das macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Wir haben natürlich hier flambierter Kanonier, wir haben natürlich rotierender Bohrer, wir haben natürlich Treffsicherheit, Streckenrekord in XXL, also komplett auf Reichweite, Genauigkeit und Schaden geskillt und haben Wille zum Wiederaufbau. Ja, Freunde, das war's soweit und ich kann euch wirklich sagen, das Ding macht wirklich, wirklich Spaß. Wenn ihr sie mal haben wollt, im PlayStation Store oder im Xbox Store findet ihr sie und holt sie euch einfach mal. Wenn ihr mal wieder Lust auf Stufe 3 habt, sie macht wirklich viel, viel Spaß. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Gefecht wieder. Bis gleich! So, Freunde, willkommen auf der Arkansas. Wir sind hier Archipel unterwegs. Basis erobern. Ihr seht schon, wir haben hier 3 Campbelltown in einer Division. Eine G101, eine Tenryu, eine Kohlberg, eine Phoenix, eine Orion und eine Wyoming. Also das kann richtig, richtig eklig werden. Gerade mit den 3 Campbelltowns. Denn ihr wisst ja, die Arkansas ist nicht wirklich, wirklich schnell, sondern sehr, sehr langsam. Naja, wir werden das Beste draus machen. Ich würde sagen, wir fahren dann gleich links runter. Ja, ich glaube, das ist eigentlich die beste Idee. Wir fahren links runter, werden dann hier auch gleich erstmal auf HE laden, weil für was brauchen wir AP bei so viel Kreuz, bei so viel großen DDs, so viele DDs, so rum. So, wir haben jetzt hier erstmal auf HE gewechselt und schauen mal, ob wir vielleicht Glück haben, dass die Division auf der anderen Seite spawnt. Vielleicht hat das Spiel ja mal Erbarmen mit mir. Ah, ihr seht schon, ne? Wir sind nicht die Schnellste. Wir sind hier nicht die Schnellste. Wir sind es natürlich nicht anders gewohnt bei den Amerikanern. Also eigentlich sind die Schlachtschiffe alle sehr langsam bei den Amis. Halt wirklich nur die Tier 7, ne? Die sind wirklich zügig. Alles andere ist wirklich, ja, sehr, sehr bescheiden. Ja, das haben wir ja vor mit Basis erobern, aber, ne? Es ist ja nicht so, dass hier keine Schiffe auf uns lauern werden. Ah, ich bin. Da schon mal ein DD. Campbelltown. Ja, dann ist die Campbelltown-DV auf jeden Fall hier. Nicht sonderlich schön. Wir müssen versuchen, jetzt hier das Beste draus zu machen. Jawohl, zack, haben wir schon die Hälfte der Campbelltown weggezogen. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Ja, da links sind die anderen 2 Campbelltowns. Das wird auf jeden Fall für uns ziemlich, ziemlich eklig. Wir müssen mal schauen, dass wir hier wirklich das Beste draus machen. Wir haben zwar hier Kreuzer bei uns. Ich hoffe hier, dass es müsste die Kohlberg sein, die hier vor uns fährt. Dass die uns hier ein bisschen supportet. Ah, da kommt sie schon raus. Da kommt die Campbelltown schon raus. Hauen wir nochmal eine volle Breitseite raus. Und voll daneben. Und volle Kanne daneben. Nee, ist eine Taranto. Ist eine Taranto. Okay. Die torpt. Ich glaube nicht, dass ihre Torps treffen würden. Jawohl, schön. Schießt auch hier auf die Campbelltown. So gehört sich das. Wir werden natürlich hier abbremsen. Es wäre auf jeden Fall dämlich, da reinfahren zu wollen. Jawohl. Eine Campbelltown ist weg. Und zwar unsere. Super. Ja, ihr seht es ja, ne? Die haben 4 DDs. Wir haben hier nur 3. Jetzt nur noch 2. Und zack. 1190 Schaden gemacht. Das hat schön wehgetan. So, und jetzt hier erstmal, dass die Campbelltown rauskommt, bevor sie wieder zugeht. Na, komm schon, komm schon, komm schon. Na, los, lad nach. Lad doch nach. Ach, jetzt ist es zu. Jetzt ist es zu. Ich hoffe ja, dass hier auf der anderen Seite noch die andere Campbelltown gleich sich wieder zeigen lässt. Aha, da kommt noch eine andere. Da kommt sie. Da ist sie gierig. Da ist sie gierig. Da will sie wahrscheinlich unseren Kreuzer hier torpen. Ja, hat sie auch getan.
Und zack, wir nehmen sie raus. Wir nehmen sie raus. Campbell Down ist raus. Aber die Tops sind... Warum gibt er kein Gas? Warum hat er keinen Gas gegeben? Naja, jetzt ist die Taranto leider raus. So, da ist Nummer 2, Campbell Town. Und zack, unser Secondary hat es einfach mal rausgenommen. Das war Nummer 2, Campbell Town. Also wir haben schon 2 von der Division rausgenommen. Gucken, dass wir hier den dritten auch noch rauskriegen. Dann hätten wir hier die ganze Division alleine platt gemacht. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Wir schauen mal. Ja, da hätte ich deutlich weiter vorhalten müssen. Na komm, lad nach, Baby. Lad nach. 16 Sekunden noch. Oh, da hat sie auch ordentlich kassiert. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Komm, lasst mir noch den letzten von der Campbell Town rausnehmen. Dann haben wir hier alle 3 Campbell Towns rausgenommen. Ah, das sieht gut aus. Und zack, Campbell Town ist raus. Wir haben die 3er Division schön vernichtet. Sehr, sehr schön. Jawohl, die Tenryu ist auch raus. Da kommt noch eine Kohlberg. Jetzt haben wir natürlich hier wieder auf AP geladen. Weil, ihr seht, alle DDs sind Gott sei Dank draußen. Also nicht immer sofort die Flinte ins Korn werfen, wenn ihr seht, oh, da sind 5 oder 6 oder 4 DDs drinne. Wenn ihr ein BB seid, macht's Beste draus. Macht einfach das Beste draus. Klar, es ist nicht immer einfach, es ist auch nicht immer schön, weil ihr macht halt kaum Schaden. Ihr seht es ja, wir haben jetzt gerade mal 10.800 Schaden gemacht, obwohl wir hier schon 3 Schiffe versenkt haben. Jawohl, Kohlberg ist raus. Fahren wir mal jetzt Richtung ihrer Base. Dass wir hier unserer... Ich weiß gar nicht, was es ist. Zumindest unserem DD noch ein bisschen helfen können. Da ist noch eine Orion. Also wir müssen jetzt hier aufpassen, da sind 2 Schlachtschiffe. Wir sind hier ein bisschen alleine. Die haben auch noch irgendwo einen Kreuzer. Ich frage mich, wo ihr Kreuzer ist. So, jetzt hauen wir erstmal hier eine Breitseite auf die Orion raus. Gucken wir mal, dass wir da... Oh ja, haben wir einen schönen Schaden gemacht. Einschlag ist beschädigt. Ja, aha, da ist die Phoenix. Wir werden natürlich jetzt einen Teufel tun und hier vorrushen. Wir werden das hier schön klug ausspielen. Schon. Gehen wir hier nochmal auf die Orion. Ah, schade. Schade. Das war nix. Das war leider nix. Ja, wir haben hier noch 2 DDs und noch ein Kreuzer im Team. Eigentlich sollten wir das hier locker schaffen. Aber ihr wisst ja selber, manchmal ist dann das Team... Will das Team unbedingt in allen Hinsichten verlieren. Zack, wir haben jetzt die V-170 verloren. Ja, ein Ausfall, der auf der Orion produziert. Provoziert, wie ihr es möchtet. So, jetzt geben wir wieder Gas. Jetzt fährt der andere DDD auch da rein. Warum macht er das? Warum opfern die sich mal? Ich verstehe das nicht. Ich sage ja, ne? Manche sind einfach dafür geboren, dass sie sich opfern. Keine Ahnung, wofür und warum. Weil, ihr seht es ja oben an den Punkten, wenn jetzt unser DD auch noch zerstört wird, sind die sogar noch punktetechnisch vorne. So, da ist eine Orion. Das hat uns nicht sonderlich wehgetan. Wir warten jetzt mal hier ein bisschen. Weil sie steht schon sehr, sehr spitz. Auf uns zu. Ja, Secondary geht ab. Ihr seht es. Die Secondary ist von der Kansas echt wirklich, wirklich geil. Die ist wirklich, wirklich gut. Sagt Nummer hier 1600 Schaden mit der Secondary. Also das ist schon... Man sollte die Secondary der Kansas niemals unterschätzen. Oh, jetzt hat es uns ein Türmchen angedüdelt. Das finde ich nicht in Ordnung. Aha, er möchte uns anscheinend rammen. Er will uns hier definitiv rammen. Dann werden wir so tun, als würden wir auch rammen. Und dann in der letzten Sekunde dann einziehen. Ja, er will uns rammen. Er will uns definitiv rammen. So, und jetzt müssen wir reinziehen. Jetzt muss das Ruder in die andere Richtung. Wir haben natürlich nicht die schnellste Ruderstellzeiten. Zack, hat sie nochmal ordentlich eine kassiert. Jetzt drehen wir ein.
Komm, dreh ein, dreh ein, dreh ein, dreh ein. Ich sehe nichts wegen meinem Feuer. Ja, das geht gut. Jawohl, sie konnte uns nicht rammen. Ja, da wird sie sich geärgert haben. Wir haben jetzt hier unseren Kreuzer verloren. Ich weiß nicht, wie wir unseren Kreuzer verlieren konnten, aber okay. So, jetzt versuchen wir hier natürlich die Orion noch rauszunehmen. Komm, lad nach, Baby. Zack! Und die Orion ist raus. Sehr, sehr gut. So, jetzt sind wir punktetechnisch wieder vorne. 1A. Ja, Wyoming hat dort auch noch ein paar kleine Probleme. Ich hoffe ja, dass unser DD den jetzt noch rausnehmen kann. Sieh zu, dass du Land gewinnst, DD. Hau ab! Die Phoenix ist hinter dir her. Versuche dir die Phoenix irgendwie wegzuhalten, aber ich habe hier keine Möglichkeiten, über die Inseln schießen zu können. Nee, da komme ich nicht drüber. Da komme ich nicht drüber. Nicht so schön. Jetzt sind wir hier alleine. Jetzt sind wir hier alleine. Und gucken mal, dass wir das Ding hier vielleicht noch reißen können. Na komm schon. Die Wyoming dürfte ja nicht mehr viel haben. Jawohl, Wyoming hat einen Wassereinbruch gehabt und konnte ihn nicht reparieren. Sehr, sehr schön. Das heißt jetzt hier 1 gegen 1 gegen die Phoenix. Und ich wette mit euch, dass die Phoenix hochfahren wird in unsere Base. Deswegen halten wir jetzt erstmal hier schön stark auf die Basis zu. Und hoffen mal, dass wir vor der anderen Phoenix in der Basis sind. Weil dann wird sie auf jeden Fall gezwungen werden, runterzukommen, um uns zu bekämpfen. Weil sie hat den Vorteil. Sie ist schneller als wir. Sie kann uns wegfahren. Also wenn ich jetzt die Phoenix wäre, würde ich alles dafür versuchen, hochzufahren. Anscheinend hat sie es doch nicht getan. Ich bin offen. Nee, sie ist nicht doof. Sie ist nicht doof. Sie schießt nicht. Macht sie auch richtig. Würde ich genauso wenig tun. Würde ich genauso wenig tun. Ich würde jetzt wirklich in die feindliche Basis fahren. Also bei uns in die Basis reinfahren. Und die cappen. Weil er ist deutlich schneller. Oh, jetzt ist er offen. Jetzt ist er offen. Fährt natürlich schön Breitseite. Vielleicht können wir ihn rausholen. Ah, nur ein Treffer. Ein Treffer und ein Overpan. Aber er dürfte nicht mehr viel haben. Ich glaube nicht, dass er mehr viel hat. Ja, er ist zu spät losgefahren. Er ist zu spät losgefahren. Also, er hätte direkt hochfahren müssen. Dann hätten wir, wären wir in der Situation, dass wir hätten hochfahren müssen. Und ihr wisst, die Erkenntnis ist nicht schnell. Dann wird es halt wirklich eklig. Na komm schon. Wir müssen auf jeden Fall vor ihm in der Basis sein. Ach Mann, ey. So 5 Knoten schneller, das wäre schön. Der Vorteil ist halt, wir können von der Basis auf unsere Basis schießen. Das wäre nicht verkehrt. Aber er fährt hoch. Er fährt auf jeden Fall hoch. Hat er auch recht. Hat er recht. Ein bisschen zu lange überlegt wahrscheinlich. Da wird sich wahrscheinlich überlegt haben, greife ich ihn an oder fahre ich doch hoch. Die Zeit hätte er halt gleich nutzen sollen und gleich hochfahren sollen. Dann hätten wir hier auf jeden Fall nicht die Chance haben können. Er ist oben nicht drin. Er ist wirklich nicht drin. Also hier kommt jetzt wirklich auf jede kleinste Sekunde an. Wer ist schneller in der Basis? Und wer ist es? Ist es er oder bin ich's? Es wird spannend. Es wird echt spannend. Na komm schon. Na, komm schon. Und? Ja, ja, ja. Ja, wir sind Erster drin. Wir sind Erster drin. Oh, er hat aber eine Millisekunde nach uns. Das heißt aber, dass wir gewinnen sollten. Wir sind wirklich eine Millisekunde schneller drin gewesen. Und ihr seht es auch vom Balken her. Ist unser Balken wirklich ein... Es ist noch nicht mal mehr ein Millimeter mehr drin, als es bei ihm der Fall ist. Also das ist geil. Das ist auf jeden Fall geil. Ja, wir nehmen hier schneller ein. Wir nehmen hier auf jeden Fall schneller ein. Jetzt ist die Frage, was macht er? Sagt er sich, okay, vielleicht durch einen Zufall oder was, bin ich vielleicht doch schneller? Nee, man sieht's jetzt eindeutig, dass ich früher drin war. Also er nimmt nicht so schnell ein.
Das ist geil, ne? Also, es ist wirklich nicht viel, was wir hier an Vorsprung haben. Jetzt ist halt die Frage, ob wir ihn jetzt aufkriegen. Ja, wir kriegen ihn auf. Wir kriegen ihn auf und er fährt jetzt runter. Er hat gemerkt gehabt, okay, so kann er nicht gewinnen. Er muss gucken, dass er uns jetzt hier eventuell raustorbt oder rausbrennt. Jawohl, zack, nochmal 4500 Schaden. Mit der nächsten Salve ist er raus. Mit der nächsten Salve ist er raus. Aber er macht's nicht verkehrt. Er macht's echt nicht verkehrt. Man muss ja bedenken, ne, wir sind hier auf Tier 3 unterwegs. Hier werden auch noch viele unerfahrene Spieler sein. Bei ihm bin ich der Meinung, dass er kein unerfahrener Spieler ist. Weil er so die Regelung oder das Spielverständnis schon verstanden hat. Wir sind jetzt hier im Doppelbrand. Wir warten natürlich mit dem Schießen, bis er eingedreht hat. Was er nicht macht. Er winkelt sich immer wieder an. Also es ist auf jeden Fall ein erfahrener Spieler. Da kommen die ersten Torps. Ah, zwei kriegt man auch. Oh ne, laufen aus. Sie laufen sogar aus. So, aber die Secondary macht hier auch einen guten Job. So, jetzt dreht er ein und dann kriegt er natürlich die Salve. Und zack, wir haben unseren Kraken freigelassen. Was eine Runde, Freunde. Was eine coole Runde. Das war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ihr seht hier 74.000 Schaden. Das ist nicht wirklich viel. Klar, wir haben jetzt hier drei DDs davon versenkt. Ein Schlachtschiff und ein Kreuzer. Sind auf Platz 1 mit 1.400 Basis-EP. Das ist auch nicht sonderlich viel. Und 134.000 plus. Ja, was soll ich sagen? Also die Kansas macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und ihr habt es gesehen, die Secondary ist brutal gefährlich bei dem Ding. Also das ist auf jeden Fall geil. Wer mal Lust auf T3 hat und möchte ein schönes Premium-Schiff haben, die Kansas macht auf jeden Fall Spaß. Allerdings, wie gesagt, sind die Module ziemlich teuer. Das müsst ihr wissen. Ne? Also der Artillerie Plot kostet, glaube ich, 2 Millionen. Das ist nicht wenig, gerade für Tier 3. Muss man sich überlegen, ob es einem das wert ist. Ich habe natürlich reingebaut. Und ja, wie gesagt, es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Fahre immer mal wieder gerne. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns die Tage wieder. Bis dahin, euer Adlerware. Macht's gut!